Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 9 von Voxel Tycoon. Ja, hier steht gerade alles. Wir sollten also die Pause mal rausnehmen. Was hatten wir zuletzt gemacht? Wir hatten die Passagierlinie noch ein Fahrzeug draufgesetzt und dann haben wir gesagt, wir wollen in dieser Runde die Passagierlinie überarbeiten. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das. Ich denke, dass wir das nach dem Video machen, nach dem Intro machen. Bis gleich. So, dann schauen wir mal, dass wir hier den Bus schon mal anpacken. Dann haben wir doch schon wahrscheinlich gleich, ne, das war in Melrichstadt, das war verkehrt. Naja, aber hier ist schon der Fahrzeug 31, Passagierlinie bearbeiten. So, dann wollen wir da mal loslegen. Melrichstadt Transfer ist hier. Fährt dann nach Heubach. Okay. Er fährt hier los. Fährt dann da hoch. Fährt nach Heubach Nordwest. Genau. Dann fährt er nach Wirges Süd. Wenn er nach Wirges Süd will, dann muss er von Heubach aber schon wieder hier hin erst. Dann sollte er über Melderichstadt Transfer nochmal fahren. Ne, das war jetzt Halt hinzufügen. So, und dann soll er da wieder hinfahren und macht da einen Transfer. Aber das ist jetzt hier falsch dazwischen gelandet. Ja, das sieht ja cool aus. So, dann kommen wir nach Melrich, dann fährt er nach Wirges. Wirges Süd ist hier. Kommt auch in Melrichstadt, genau. Dann melde ich statt Transfer wieder und nach Wirges Südwest. Das ist ja auch voll der Blödsinn jetzt, der hier passiert, ne? Wir fahren dann von melde ich statt nicht dahin, sondern von da erst hin und dann dahin oder umgekehrt. Ne, dann würde ich sagen, fahr erst nach Südwest. Dann fahren nach Wirges Süd. Und dann würde ich tatsächlich schon wieder den hier kopieren. Kann man das kopieren? Ja, ne? Also Halt hinzufügen. Wirges Südwest. Transfer. Fährt er dann dahin. Und dann nach Melrichstadt. Aber dann nach Gefrees. Und Gefrees ist da. Das bedeutet, das hier kann schon mal definitiv da weg. Erstmal nach Gefrees Transfer, dann nach Gefrees West und danach kann er ruhig hier wieder hin. Dann passt das. Danach fährt er nach Melrichstadt Transfer, das ist richtig, und dann wieder nach Wirges Südwest. So, dann würde ich aber Wirges Südwest definitiv rausstehen. Melrichstadt, ist das der erste Halt dann gewesen? Ja, dann kann er dann da oben wieder anfangen. Dann kann dieser auch weg. So, dann ist die Linie optimiert. Nur, jetzt müsste man noch ein paar Halt einbauen. Ja, es ist tatsächlich schon so, dass die Städte schon so groß sind, dass man vielleicht innerstädtisch schon einen Stadtbus machen könnte, ne? Ja, aber erstmal lassen wir das so. Welche Stadt Transfer? Warte mal. Krieg ich hier eine Haltestelle? Ne, hier ist nur Fahrzeugdepots, oder? Doch, Terminal ist das ja. Da müsste ein Haus weggerissen werden, wenn ich das dahin mache. Transfer ist hier. Obwohl. Transfer ist da. Das bedeutet, wenn ich den dahin setze, wäre das auch nicht verkehrt, ne? Ja, machen wir den doch dahin. Achtzehntausend.
So, dann noch einen. Der ist jetzt da. Das bedeutet, hier müsste der nächste sein. Okay, das geht nicht. Warum auch immer nicht. Aber weil da jetzt gerade das Auto war, oder was? Nee. Kann hier nicht bauen wegen dem Berg daneben, alles klar. Wenn ich den da habe, dann müsste ich hier... Kann hier nicht bauen, sagt er überall. Der ist da. Hier geht es jetzt nicht wegen der doofen Fabrik. Die beiden Häuser sind da noch drin. Hier wird es gehen. Die werden dann zwar doppelt, aber ich glaube, wir machen das da erstmal. Ja. So, und dann... Bauen wir hier unten noch einen hin. Die Straße ist jetzt ein bisschen doof, ne? Kann hier nicht bauen, ist klar. Wieso kann er hier jetzt nicht bauen? Weil das Geld alle ist, okay. Könnte ich ihm jetzt sagen, geh eine Etage tiefer? Ctrl-Z und Ctrl-X. Okay, Ctrl-X. Okay, das wäre so. Jetzt brauchen wir nur 21.000. Ich glaube, wir machen mal eine Stufe schneller. So, jetzt muss nur das Geld zusammenkommen, ne? 20, 21. So, dann geht's. Okay. Jetzt haben wir hier drei. Jetzt werden wir ja definitiv einen neuen Bus kaufen. Wenn wir das uns dann leisten können, weil das müssen wir erstmal noch sparen, ne? Und dann fahren wir innerstädtisch und der Transfer ist halt derjenige, wo dann der Bus den anderen Bus bedient, ne? 31, wir haben erst 12. Aber das kriegen wir gleich schon hin. Und dann kann man hier 4 Haltestellen auf jeden Fall anfahren. Und hier muss man schon noch überlegen, dass man noch weitere baut, ne? Ja, möchte ich beenden, weil ich wollte dann doch noch mal hier reingehen. Das ist da. Das ist da. Das heißt, hier ist da irgendwo eine Bushaltestelle hin. Ne? Wäre gut geklappt mit dem Bauen. Ne? Also diese müssen alle mit. Was? Nicht genug Geld. 58.000. Hier kostet nur 19. Ja, da kommt ein Haus nicht mit. Dann ist das so, ne? Aber wir bauen hier trotzdem noch einen hin. Zack. Und hier oben geht das ja dann auch noch. ...36.000. Er deckt bis dahin ab und er deckt nur da ab. Das heißt, hier müsste eigentlich definitiv so ein tolles Gebäude hin, ne? Könnte das natürlich auch so machen. Geht die Straße dahin, wenn... Also müssen wir erst die 19.500 vielleicht zusammen haben, dann geht's vielleicht. Allerdings bringt's das nicht so ganz, ne?
Welche ist das? Das ist drinne. Das bedeutet, wir können den da hinsetzen. Dann würde das nicht passen. Welchen nehmen wir da noch mit? Gar keins von denen, okay. Das würde bedeuten, wir machen den hier hin. Können wir das da auch bauen? Nee, ich würde nur gern das die Bushaltestelle bauen und nicht das Haus antickern. So, und dann brauchen wir da natürlich ein Stück Straße. Und zwar muss das jetzt so irgendwie dahin. So passt so, oder? So. Jetzt haben wir den intern fertig. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir einen Bus uns leisten können. Jetzt haben wir hier ziemlich viel abgedeckt. In Melderichstadt, dann können wir da personenintern fahren, Stadtbus. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den Bus hier für 31.150 uns leisten können. Zurzeit haben wir 17. Das dauert noch eine Weile. Ja, läuft aber erstmal, oder? Melderichstadt bekommt jetzt einen Stadtbus. Wir haben 25.000, dauert also nicht mehr ganz lange, bis wir den kaufen können. Wäre jetzt schön, wenn wir schon eine Linie machen könnten, ne? Geht das auch? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich kannst du erst die Linie machen, wenn du einen Bus hast. Hätte natürlich von der anderen Linie einen Bus runternehmen können, ne? Naja, jetzt haben wir das nicht gemacht. Schauen wir mal, kriegen wir auch noch hin. So, jetzt können wir uns leisten. So, und jetzt geht die Reise los. Wir nehmen den Bus, wir brauchen Halt. Wir fangen hier an, fahren dann transfermäßig an. Dann geht's nach da. Transfermäßig. Wir fahren wieder zurück. Transfermäßig. Wir fahren nach da oben. Transfermäßig. Jetzt ist das Fenster schon zu klein. Dann kommen wir wieder zurück. Transfermäßig. Halt. Nach da oben. Auch ein Transfer. Wieder nach hier. Transfer. Halt. Abzweig. Transfermäßig. Neuer Halt. Nach Meierstadt Abzweig wieder zurück zum Transfer. Und dann noch einmal hier hin und dahin. Und das oberste war Transfer, oder? Melchstadt Transfer, genau. Dann würde das bedeuten, bis Melchstadt da unten. Ja, passt. Melchstadt oben, Transfer Halt. Transfer Nordost. Transfer Abzweig. Transfer Nebengleis. Passt. Speichern als. Stadtbus, Melderichstadt. Fertig. Und starten. Okay, der fährt jetzt und der fährt dann innerstädtisch. Jetzt müssten wir den vielleicht mal gerade mitnehmen und gucken, wie der sich macht, ne? Oder Details vielleicht. Wo sind Passagiere? Sieht man hier nicht, oder was? Doch, 10 von 10, da unten ist er schon. Mitfahren. Mitfahren ist doof. Fahrzeug folgen ist besser. So, jetzt fährt er da rein. Hat 10 von 10. Jetzt fährt er nach Transfer, entlädt. Das Problem ist, wenn er zur anderen Seite will, dann muss er so komisch drehen. Das ist in dem Spiel aber so. Der kann nirgendwo anders drehen, außer an so einem Ende, ey. Das ist ein bisschen schlecht gemacht in Voxel Tycoon. Weil der fährt jetzt nämlich so super da hoch und runter, ne?
So, wieder 10 von 10. Alle Bushaltestellen sind definitiv schon voll. Das heißt, der Stadtbus funktioniert schon vollkommen. Jetzt muss er nämlich wieder drehen, ne? Das ist nicht schön. Jetzt fährt er da oben nach Nordost hin. 10 von 10 wieder. Ich hoffe nur. Da sitzen schon welche für den anderen dran. Das ist nicht wie bei Simotrans, das rallt er nicht. Das ist ein bisschen dämlich gemacht, aber was willst du da machen? Da kannst du nichts machen. Also hier ist es in dem Spiel nicht sinnvoll, dass er sagt, okay, ich bleib mal hier stehen, weil das ist noch nicht mein Bus, der fährt in die falsche Richtung. Sondern ich setze mich mal rein, da ist trocken. Deswegen ist er immer voll. Ja, da kannst du nur eine lange Linie machen, das bringt aber auch nicht so wirklich vielen eigentlich, ne? Tja, was willst du tun? Kannst du nichts tun, oder? Ja, gut, okay, dann haben wir das. Glückwunsch, Eisenverbindung abgeschlossen. Dann mach das mal zu. Dem brauchen wir auch nicht mehr weiter folgen. Hier haben wir jetzt die Eisenverhüttung. Jetzt gehen wir ins Labor und gucken mal, was wir da weitermachen können. Neue Forschung starten. Metallverarbeitung ist noch geschlossen wohl. Ja, aus Eisen machen wir dann Stahl, oder? Dafür brauchen wir dann diese Dinge. Zeit brauchen wir, Geld brauchen wir und Eisenbahn brauchen wir. So, das würde bedeuten, dürfen hier nichts mehr einlagern, was damit zu tun hat. Dieser hier kann dann nämlich ne, definitiv andere Waren transportieren. Kann er denn Eisenbahn transportieren? Gute Frage, ne? Er macht es auf jeden Fall, fährt jetzt weg. Der hat alles aufgehalten, habt ihr das gesehen? Da ist der nächste. Na, dann kannst du auch noch das fahren lassen. Und der steht jetzt gleich irgendwo anders, weil da, wo er jetzt hinfährt, gibt es kein Dingens, ne? Ja, der steht nämlich jetzt da und kriegt hier keinen. Ja, das bedeutet ab ins Depot. Bringt gerade nichts. Beide ins Depot. Oh, Melrichstadt ist gewachsen. Wo sehe ich das? Ist es jetzt an? Ich glaube, jetzt ist es an, dann, ne? Warte auf komplette Beladung. Ja, kannst lange warten, du sollst weiterfahren. Wie sage ich ihm, er soll weiterfahren? Aktuellen Auftrag überspringen. Und er fährt auch bitte ins Depot. Fährt er jetzt ins Depot? Nee, fährt er nicht. Jetzt sag nicht, ich muss ihm. Ach Gott, ich muss sagen, in welches Depot der fahren soll. Das ist ja der Hammer, oder? Wir haben nur eins, Leute. Dann muss das automatisch erstmal so gehen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir an Eisenbahnen kommen. Haben wir die schon irgendwo eigentlich? Machen wir die schon irgendwo? Ich weiß es nicht. Gut, aber ich sag mal, die Forschung, die müssen wir dann machen, wenn die nächste Folge kommt. Das nächste Folge gestellt, nee, ist eine Folge jetzt mittlerweile. Dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Bürger feiern hier. Forschung abgeschlossen, Eisenfütterung, ist klar, die Bürger feiern das. Ach so, Wirges war auch schon statt geworden, okay. Kupfererz nach Regionsfreischalten verfügbar. Okay, dann wissen wir, was wir da als nächstes machen müssen. Alles klar, bis dann. Ciao.